Auch während dieser Corona-Krise arbeiten ganz viele Leute in den Supermärkten, in den Apotheken, im gesamten Gesundheitswesen, aber auch in der Müllabfuhr und bei anderen Notdiensten. Und auf die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. In den letzten Tagen habe ich immer mehr Anfragen auch erreicht, wie man dann als Führungskraft jetzt mit den Mitarbeiterinnen umgehen kann. Weil da sind natürlich ganz viele Ängste da, da ist Stress da und da gibt es einfach ganz, ganz andere psychische Belastungen, als das normalerweise im Arbeitsalltag immer der Fall war. Und deswegen möchte ich jetzt nicht in diesem Video mich an die Führungskräfte wenden, an alle Filialleiterinnen, an Abteilungsleitungen in Krankenhäusern, an Oberärztinnen und Ärzte, also an alle Leute, die jetzt Mitarbeiterinnen führen, die im direkten Kundenkontakt sind. Schauen wir uns gemeinsam an, was Sie machen können, um Ihr Team hier möglichst gut durch diese Krise begleiten zu können. Ich blende Ihnen da mal was ein. Das erste wichtige Thema, das wir hier haben, ist, schaffen Sie Strukturen. Ich weiß, in diesem ganzen neuen Arbeitsalltag muss man sich total umstellen, aber es ist wichtig, hier Strukturen zu schaffen, auf die sich die Mitarbeiterinnen dann halbwegs verlassen können. Weil gerade jetzt ist eben alles unsicher, alles verändert sich jeden Tag und dann ist gut, wenn man eben vielleicht es auch schafft, gewisse Routinen einzuhalten. Das heißt, Dinge, die Sie auch schon vor dieser Corona-Krise gemacht haben, gemeinsam mit Ihrem Team, jetzt auch weiter durchzuführen. Wie zum Beispiel regelmäßige Teamsitzungen, sich immer an den gleichen Fragen dabei zu orientieren. Solche Routinen und so eine Struktur ist ein wichtiger Anker in diesen Zeiten. Zweiter ganz wichtiger Tipp, gerade jetzt ist im Kundenverkehr, das heißt, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, die einkaufen oder auch mit Patientinnen in Krankenhäusern, dann ist das extrem emotional. Diese Leute sind eben schon emotional, die kommen noch einmal gestresster, als sie sonst irgendwie kommen würden zu Ihnen. Und da braucht Ihr Team, Ihre Mitarbeiterinnen ganz klare Regelungen. Wie sollen wir denn damit umgehen? Wie sollen wir damit umgehen, wenn wir beschimpft werden? Wie sollen wir damit umgehen, wenn blöde Fragen daherkommen? Was sind die Dinge, die ich mir als Mitarbeiterin gefallen lassen muss, wo ich es runterschlucken muss? Und was sind Dinge, wo ich eine Grenze ziehe, wo ich sage, aus, das wollen wir uns als Abteilung, als Filiale, als Organisation nicht mehr gefallen lassen. Das werden wir nicht hinnehmen. Und hier sollten Sie versuchen, wirklich klare Regelungen zu schaffen, die für alle gleich sind, sodass die Mitarbeiterinnen nicht allein gelassen sind, sondern dass wirklich jede einzelne Person hier sich an die gleichen Richtlinien halten kann und gleich reagieren kann. Auch das schafft Sicherheit. Nummer 3. Eh klar, holen Sie sich Expertise ein. Das heißt, von der Arbeitsmedizin, von anderen Präventionsexpertinnen, die Sie haben, und versuchen Sie, die Maßnahmen dann auch möglichst klar an alle zu kommunizieren. Was tun Sie, um Ihre Mitarbeiterinnen wirklich gesundheitlich zu schützen? Warum sind auch gewisse Schutzmaßnahmen bei Ihnen jetzt gerade in der Firma an den Arbeitsplätzen nicht möglich? Warum dürfen beispielsweise manche Mitarbeiterinnen keine Schutzmaske tragen? Ist es vielleicht erlaubt, wenn Sie es sich freiwillig kaufen und irgendwo besorgen? Das sind alles Dinge, die Sie abklären sollten, gemeinsam mit den Expertinnen und Experten, die in Ihrem Betrieb zur Verfügung stehen, und das dann eben auch klar zu kommunizieren. Nummer 4, passen Sie Ihre Arbeitsorganisation an. Es haben zum Beispiel schon einige Supermärkte verlautbart, dass sie ältere Mitarbeiterinnen jetzt eher dafür für Logistikaufgaben verwenden, das heißt zum Beispiel zum Regale einschlichten und weniger im direkten Kundenverkehr, wie zum Beispiel an der Kasse. Vielleicht gibt es auch bei Ihnen in der Organisation, an den Arbeitsplätzen, die bei Ihnen dabei sind im Team, auch solche Möglichkeiten, die Arbeitsorganisation anzupassen, damit die Mitarbeiterinnen leichter mit der Situation umgehen können und damit sie sich auch weniger gestresst fühlen. Das ist manchmal schwierig, aber vielleicht gibt es hier Möglichkeiten, hier was zu ändern, eben an der Arbeitsaufteilung oder eben vielleicht auch an der Schichteinteilung. Ist für uns alle eine ganz neue Situation und da muss man vielleicht auch Dinge anpassen und anders machen als vorher. Nummer 5, hören Sie zu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Haben Sie einfach ein offenes Ohr für die Anliegen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fühlen Sie sich aber nicht gedrängt, dass Sie jetzt gleich sofort alles lösen können. Weil es eben so was ganz was Neues ist, wird es ganz viele Dinge geben, wo Sie vielleicht sich im ersten Moment denken, oh Gott, keine Ahnung, was ich da jetzt tun soll. Und das ist okay. Aber es ist wichtig, hier Empathie zu zeigen, zuzuhören und das einfach mal anzunehmen von seitens eben der Mitarbeiterinnen. Auch die, wenn die nach Hause gehen, haben die wahrscheinlich weniger Leute zum Reden, weil die jetzt einfach auch viel isolierter sind. Und man telefoniert einfach nicht jeden Tag mit all seinen Freundinnen und deswegen wird möglicherweise noch viel mehr Emotion bei Ihnen als Führungskraft abgeladen als sonst. Halten Sie auch Kontakt zu den Mitarbeiterinnen, die jetzt nicht bei Ihnen vor Ort sind.
von den Verwaltungskräften beispielsweise, die im Homeoffice jetzt zu Hause sind, oder die Mitarbeiterinnen, die zu Hause sein müssen, weil sie Kinderbetreuungspflichten haben oder weil sie selber chronische Krankheiten haben und deswegen nicht zur Arbeit kommen können. Schauen Sie, dass Sie hier diese Leute auch regelmäßig antelefonieren und einfach mal fragen, wie es denen geht. Das kann sich nämlich wirklich jetzt heutzutage jeden Tag verändern. Und versuchen Sie auch, Positives rauszuziehen. Versuchen Sie aus diesen ersten Tagen, die wir jetzt erlebt haben, zu lernen. Reden Sie mit Ihrem Team ganz offen, machen Sie eine Besprechung. Was hat denn gut funktioniert in den ersten Tagen? Was wollen Sie beibehalten? Wir wissen alle nicht, wie lange das dauern wird. Und es kann sein, dass das über Wochen, vielleicht sogar über Monate geht. Und dann ist wichtig, so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu machen. Und vielleicht schaffen Sie es ja einmal die Woche, sich zusammenzusetzen und hier regelmäßig zu schauen, was hat denn jetzt gut funktioniert in den letzten Tagen, was wollen Sie beibehalten an Routinen, an Abläufen und Einteilungen und was wollen Sie vielleicht verändern jetzt für die Zukunft. Natürlich kann es sein, dass sich auch die Arbeitsbedingungen verändern, wenn beispielsweise die Regierung andere Maßnahmen treffen muss. Aber versuchen Sie trotzdem immer aus dem, was Sie bis jetzt gemacht haben, auch das Positive herauszuziehen und eben was zu lernen für die Zukunft. Und Nummer 8, natürlich will Ihr Team jetzt so eine Art Fels in der Brandung. Aber Sie müssen kein emotionaler Stein sein, sondern Sie dürfen auch diese Dinge an sich ranlassen. Versuchen Sie, Ihre eigenen Emotionen auch, so gut es geht, in einem halbwegs verträglichen Rahmen auch zuzulassen. Weil man kann natürlich sagen, ja, mir macht das alles nichts und ich muss doch für mein Team stark sein und so weiter. Aber das werden Sie wahrscheinlich nicht ewig durchhalten. Deswegen ist wichtiger, bewusst die eigenen Emotionen wahrzunehmen und sich auch zu überlegen, was will ich gegenüber meinem Team zeigen und was zeige ich vielleicht eher meinen Freundinnen oder meiner Familie dann zu Hause oder meinem Partner. Das sind so die Dinge, wo Sie auch ein bisschen auf sich selber achten müssen und selber vielleicht auch mal sich eine Minute zurücknehmen, durchschnaufen, sich vielleicht auch mehr als sonst, sich auch ab und zu Rückzugsräumlichkeiten schaffen, wo Sie nicht im direkten Kundenverkehr und nicht direkt für Ihre Mitarbeiterinnen ansprechbar sind. Einfach, damit Sie mit Ihrer eigenen Energie haushalten und diese, ja, blöde Krise so lange wie möglich gut durchstehen, gemeinsam mit Ihrem Team. Ich hoffe, dass Ihnen diese Tipps jetzt so ein bisschen unterstützt haben. Sie können sich auch gerne an mich wenden, mir eine Mail schicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie unterstützen kann in dieser Krise. Alles Gute und bleiben Sie gesund.